Marco Trautmann, wie froh seid ihr, dass die Verhandlungen zu Ende sind? Ich bin sehr froh, dass ich jetzt auf mich konzentrieren, auf das Eishockey konzentrieren, und das ist gut so. Warum habt ihr euch einen Vertrag um 3 weitere Jahre verlängert beim EHC Olten? Das ist, weil ich den Olten helfen will, weil ich fühle mich noch fit und ich will die Ziele, die sie haben, will ich helfen, dass wir das schaffen. In den Medien ist auch ein Wechsel zum SC Langenthal zur Debatte gestanden. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass ihr euch für den EHC Olten entschieden habt und gegen den SC Langenthal? Ja, ich glaube, ja, in Olten viele gute Leute um mich herum. Es stimmt einfach für mich, das Gesamtpaket, und das ist, was schlussendlich auch zählt. Du bist einer der wenigen Spieler, der noch ohne Agent auskommt. Kann man sich bei so Vertragsverhandlungen dann überhaupt noch konzentrieren aufs Spiel? Ja, es ist sicher ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es ist in meinem Alter und so, denke ich, brauche ich keinen Agent mehr. Weil, ich glaube, ich frage lieber selber nach und weiss dann, wie es gerade ist, 1:1, wird vielleicht ein Agent nicht immer die Wahrheit sein. Ihr habt auch gesagt, dass eure Mission hier in Olten noch nicht zu Ende ist. Wohin soll die genau führen, die Mission? Ja, ich glaube, der Club hat das gesagt in der letzten GV. Man wird sicher vorher mitspielen, Meister werden und innerhalb von 3 Jahren dann auch aufsteigen.